Guten Morgen, lieber Kunde der ESA GmbH GemProtect. Mein Name ist Bogdan Tabasan, Geschäftsführer der ESA GmbH. Wir befinden uns heute auf dem Hikvision Stand Security Messe 2022 bei unserem Partner Hikvision und haben hier den Herrn Christian Schmidt dabei und Herr Alexander Hofer. Moin. Und möchte Ihnen heute präsentieren die Neuigkeiten 2022. Ja, hallo, guten Morgen vom Messestand der Hikvision Deutschland GmbH und der Hikvision Europe BV hier auf der Security 2022 in Essen. Und wir zeigen Ihnen jetzt unsere Neuigkeiten, die wir hier auf dem Messestand dieses Mal präsentieren. Hallo, liebe Zuseher. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen heute ein neues Produkt von Hikvision vorzustellen. Es geht hierbei um eine LED-Wall, die wir auch in unserem Portfolio haben. Darum, was Sie hier sehen, ist eine Indoor-LED-Wall mit 1,5 mm Pixel-Pitch mit 5 Quadratmeter Größe. Er gibt eine Auflösung von 2400 x 1350 Bildpunkten. Natürlich haben wir auch Produkte im Bereich Outdoor-LED und unter anderem auch Rental-LED. Sollte Sie Interesse haben an solchen Produkten, bitte wenden Sie sich einfach an uns. Wie groß kann man die LED-Wand gestalten? Im Grunde skalierbar bis auf unendliche Größe. Es geht hier dann rein mehr um statische Probleme, die man bekommt, an einer Wand das Ganze zu montieren, weil das natürlich ein Gewicht hat. Aber grundsätzlich technisch sind ihm keine Grenzen gesetzt. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, hier stehen wir bei unserer neuen Solar-LTE-Kamera. Viele kennen schon unsere zwei altbekannten Modelle oder das kleine Modell. Wer genau hinschaut, dem fällt auf, wir haben nicht nur einen Bildsensor, sondern zwei. Das ist unsere neue mit einem integrierten Thermalsensor. Sprich, wir haben einen Thermalsensor und einen klassischen 4 Megapixel Akkusens optischen Bildsensor. Und beide zusammen können wir verwenden wie bei einer HEAT Pro Kamera in Kombination mit unserem neuen Solarpanel, mit der Möglichkeit bis zu zwei Akkus montieren, die ich auch variabel einschieben kann, tauschen kann und natürlich das Ganze mit 4G-Anbindung, um natürlich optimal in Bereichen an Seen, Fischerseen, in Weinbergen, ähnlichen Bereichen, wo ich einfach keinen Strom habe, auch Holzschläge zu sichern. Im Winter jetzt gerade merken wir sehr viel, dass wir dort sehr viel Frequenz aus dieser Richtung bekommen. Bedeutet, wir können hier eine komplett autarke Kamera, natürlich LTE-Empfang muss vorhanden sein, aber wir können hier komplett autark über mehrere Tage, selbst bei schlechten Witterungen dann, dieses Kamerasystem betreiben. Und natürlich das Ganze liefert natürlich seine Alarme ebenfalls in unsere HIC Connect oder in die HIC Pro Connect, natürlich für den Errichter, der natürlich dann auch jederzeit den Überblick hat, was ist los mit dem Kamerasystem, läuft alles. Und natürlich der Endkunde freut sich, er bekommt seine Alarmierung. Nicht nur über klassischen optischen Bildsensor, sondern natürlich noch viel genauer dank unseres Thermalbildsensors. Also sprich sozusagen Detektion und Identifikation. Richtig, durch genau. Die zwei Sensoren. Richtig, genau. Wir haben eine bessere Klassifikation der einzelnen Objekte. Handelt sich um Mensch, Tier, Fahrzeug, habe ich Spinnenweben, Laub und so weiter. Alle Vorteile, die wir aus dem Akkusensbereich kennen, haben wir jetzt hier in dem Fall ebenfalls in der Solarkamera mit LTE integriert. Und mit dem tauschbaren Akkusystem kann ich mich dann entscheiden, installiere ich einen Akku, zwei Akkus, tausche ich die vielleicht mal, weil vielleicht die Sonneneinstrahlung im Winter doch nicht reicht, weil ich mich vielleicht doch in einem verschatteten Gebiet befinde. Ich kann natürlich ein Panel nicht immer süd ausrichten und dann haben wir hier natürlich mit dem Modell den Vorteil, sehr, sehr viel mehr zu erreichen als mit den vorherigen, die ja auch schon sehr, sehr gut sind. Aber hier sind eben die Möglichkeiten jetzt noch mal größer und umfangreicher geworden. Also sozusagen eine komplette autarke Lösung. Richtig, komplett autark nutzbar. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, was haben wir noch Neues? Hier sehen wir auf dem Tisch, etwas wunderschön positioniert, unseren neuen Thermal HD Sensor mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Wie wir hier im Bild sehen, man könnte fast meinen, es handelt sich dabei um ein Schwarz-Weiß-Bild, aber es ist ein Thermalsensorbild. Mit diesen neuen Auflösungen und auch den fortfolgenden Sensoren, mit denen wir dann in den Megapixel-Bereich gehen, werden wir in Zukunft natürlich, was die Detektion auf größere Entfernung oder auch im Nahbereich mit weitwinkligeren Objektiven, noch einiges zeigen können. Seien Sie da gespannt auf das, was noch kommt.
So, wir sehen hier unsere Softwarelösung, sogenannte Hike Central Professional, unser Videomanagement-Software. Nicht nur Videomanagement-Software, sondern mit dieser Software ist unter anderem auch unsere LED-Wall eingebunden. Das heißt, Sie können da auch Content steuern, die Sie auf Digital Signage Monitoren oder auch LED-Walls ausgeben. Natürlich auch voll integriert unsere AX Pro Alarmanlagensysteme und natürlich auch unsere Intercom-Systeme. Das heißt, Sie haben den Vorteil von einer Software wie von Hike Vision, dass Sie alle unsere Geräte und Funktionen in einer Software verwalten können. Ich möchte Ihnen kurz eine Funktion zeigen, die recht anschaulich ist. Man sieht hier, was immer mehr Thema wird, in sogenannter Face Recognition. Das heißt, Zutritte zu steuern mittels Gesichtserkennung wird uns in Zukunft sehr wahrscheinlich noch weiter begleiten. Ja, hier sind wir in unserem Bereich Video Intercom, hier mit unserem Partner, der Firma Metzler. Tolle Briefkästen und Energiesäulen mit Integration unserer Videotürsprechanlagen in ein sehr formvollendetes Design. Toll, auch die großen Klingeltaster, alles integriert, alles super. Wie gesagt, die Firma Metzler, ein deutsches Unternehmen, Design in Germany, mit toller Technik aus dem Hause Hike Vision. Wir werden hier auch auf der Light im Building noch mehr dazu zeigen. Wir gehen jetzt mal nach drinnen auf die inneren Seite und zeigen, was wir im Bereich Intercom noch zu bieten haben. Ja, hier befinden wir uns im Bereich Video Intercom und Alarm. Zum einen natürlich unsere AX Pro Funkalarmanlage, die darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier einige neue Komponenten mit dazu, den neuen Indoor-Sounder natürlich oder natürlich das neue Bediendisplay, auch ganz neu. Unsere Steckdosenadapter, wo ich mit der Funkalarmanlage natürlich dann auch Aktoren nutzen kann, um zum Beispiel Lichter einzuschalten, Aquarium zu steuern und so weiter. Auch ganz neu hier im Design, neben dem klassischen Feuchtigkeitsmelder, jetzt auch Temperaturmessung und Luftfeuchtigkeit möglich. Was auch neu ist und nicht noch jeder gesehen hat, natürlich unsere Rauchwarnmelder, ebenfalls natürlich zertifiziert und einsetzbar. Darüber befinden sich unsere Notruftaster, die ich auch in grün bekomme und sie zum Beispiel als Seniorenruf für medizinische Notfälle nutzen kann oder natürlich als ganz klassische Überfallmelder. Einmal die normale Ausführung oder hier mit Doppeltaste auch mit einer quasi Kindersicherung versehen. Oder natürlich die mobile Variante, die ich mir dann auch ans Handgelenk oder natürlich mit dem hier vorhandenen Lanyard auch in den Hals hängen könnte. Wenn wir weiter rübergehen, haben wir die neue AX Pro Hybrid. Hier können wir alles kombinieren, was es an Alarmmeldetechnik gibt. Wir haben unseren eigenen Bus, unseren SpeedX Bus, wo ich natürlich auch eine PIR-Cam habe, einen konventionellen PIR Mikrowellen, Bewegungsmelder oder natürlich dementsprechende Magnetredkontakte. Wir können aber auch über diese Module zusätzlich konventionelle Melder anmelden, ganz klassisch NO, NC oder mit Widerstand geprüft natürlich. Oder wenn ich noch das Ganze erweitern muss, zum Beispiel über größere Bereiche, können wir natürlich auch unsere Funkerweiterung nehmen und dann alle Komponenten der klassischen AX Pro über Funk ebenfalls an diese Anlage anbinden, sind also hier am hybriden Weg unterwegs. Wir können verschiedene Wehrgeräte mit am System natürlich verwenden, sei es LTE, LAN, WLAN und so weiter. Sind hier also genauso flexibel und natürlich alles ebenfalls mit Hike Connect für unsere Errichter und mit Hike Connect als End-User-Anwendungs-App natürlich auch nutzbar. Weiter geht es natürlich auch in dem Bereich Video Intercom. Hier haben wir die Fritzbox-Integration, bedeutet, wir können Bilder, die Kamera liefert, über die Fritzbox auch auf die Decktelefone übertragen. Was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, das Decktelefon bekommt direkt das Bild alle paar Sekunden refreshed auf das Decktürtelefon. Ich kann auch das Gespräch annehmen und zum Beispiel auch die Türriegelkontakte auslösen, um zum Beispiel die Türe zu entriegeln. Auch neu sind weitere Features, was das Keypad betrifft, wo ich jetzt mit verschiedenen Pins den Schaltausgang 1 und den Schaltausgang 2 schalten kann. Genauso können wir jetzt bis zu 10 Innenstationserweiterungen montieren, also auch für Büros oder größere Gebäude, Villen und so weiter problemlos einsetzbar. Auch neu
von der mechanischen Seite her. Den Edelstahlrahmen kennt schon jeder. Unseren ersten, den klassischen eloxierten auch. Ganz neu, hier unten sehen wir jetzt schon die schwarze Ausführung als Unterputz. Bedeutet, ich habe jetzt schon eine tolle Farbkombinationsmöglichkeit. Schwarz-Schwarz, Schwarz-Silber. Je nachdem, was der Kunde möchte. Und oben drüber haben wir hier auch schon das neue Touch-Display-Modul, welches in der Lage ist, zum einen natürlich Klingeltasten in verschiedener Größe anzuzeigen. Für die Zukunft wird auch die CVBS-Schnittstelle zur Verfügung stehen, dass man Videosignale auf das Display übertragen kann und natürlich auch die Möglichkeit hat, seine eigene Werbung einzublenden, wie man das schon im Endeffekt vom klassischen Infomodul kennt, nur dann eben mit variabler Bildwiedergabe. Gehen wir weiter zu den Displays. Auch hier hat sich einiges getan. Wir haben natürlich die klassischen Displays, die wir schon kennen, aus dem bisherigen Sortiment. Viele kennen das Standard 6320 oder das 8350 mit dem zusätzlichen Türöffner. Wer es noch nicht kennt, das Ganze auch natürlich als 10 Zoll Variante natürlich zur Verfügung. Oder hier unten unsere neuen Android Modelle, auf die ich bis zu 4 Apps zusätzlich installieren kann, wenn ich das möchte. Und so zum Beispiel meine Bosch Smart Home, meine Loxone, meine Philips Hue App parallel mit meiner Hike Connect verwenden kann, die natürlich ebenfalls integriert ist. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dann unsere AX Pro Alarmanlage, wie wir hier sehen, mitzusteuern oder natürlich auch die anderen Kameras im Haus ebenfalls auf dem Display anzuzeigen und dort Alarme zu empfangen, wenn sich zum Beispiel eine AccuSense-Kamera im Außenbereich meldet und dort ein Alarm aufgetreten ist. Ja, weitere Neuigkeiten werden auf jeden Fall noch folgen. Auch auf der Light im Building werden wir sicher noch das ein oder andere zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören heute.